Dank ihrer beiden Kinder rücken Edith und Erik Stehfest noch näher zusammen. Im November 2015 treten der ehemalige GZSZ-Darsteller und die Musikerin vor den Traualtar. Unter anderem verbindet das Paar seine bewegte Vergangenheit und eine überlebte Drogensucht. Doch die Verbundenheit der beiden geht weit darüber hinaus. Gemeinsam haben der Schauspieler und die Sängerin zwei Kids. Im April 2016 kommt ihr Sohn Aaron Amadeus zur Welt. Knapp 5 Jahre später folgt ihre Tochter Aria Litera. Die Geburt ihrer Sprosslinge verändert nicht nur das Leben, sondern auch die Ehe des 32-Jährigen und seiner Frau. Mit Promiflash sprechen Erik und Edith über ihre kleine Familie und wie sie darin als Liebespaar funktionieren. Für die Künstlerin ist es wichtig, ihre Kinder nicht außen vor zu lassen. Man muss sich anders organisieren. Wir schlafen weniger, aber was wir machen? Wir integrieren unsere Kids voll in die Arbeit. Selbst am Set sind die Kleinen immer mit dabei. Der einstige Serienstar sieht nach der Geburt seiner Tochter sogar eine positive Veränderung. Ich finde, dass es bei uns mit dem zweiten Kind besser geworden ist. Ich finde, das ist für die Ehe immer eine Zerreißprobe, weil oftmals die Beziehungen genau dann auseinandergehen. In unserem Fall hat es uns enger zusammengebracht. Auch Erik selbst entwickelt sich mit seinem weiblichen Nachwuchs weiter. Durch die Kleine kommen andere Facetten an ihm zum Vorschein. Ich liebe es, eine Tochter zu haben, weil es auch in mir die feminine, sensible Seite hervorruft und ich gelernt habe, es zuzulassen. Deshalb leben wir momentan noch besser als mit einem Kind. Das Familienleben beschreiben die zweifachen Eltern als extrem. Dabei soll auch niemand ein Blatt vor den Mund nehmen. Man darf nicht so sensibel sein, sondern muss Kritik aushalten. Wenn ein Problem bei uns aufkommt, dann wird es in dem Moment ausgesprochen und dementsprechend staut sich bei uns nichts an. Neben dieser radikalen Ehrlichkeit herrscht in Sachen Erziehung zudem Gleichberechtigung. Beide Elternteile sollen ihre Karriere und Pläne gleichermaßen verfolgen können und Zeit dafür finden. Für das Leben mit zwei Kindern braucht es zwar mehr Planung, ihren Alltag scheinen Erik und Edith aber gut im Griff zu haben. Weiterer Nachwuchs ist im Moment nicht geplant, aber ausschließen will die Leipzigerin ein weiteres Baby nicht. Im Zoom-Interview mit Promiflash verrät sie im Sommer: Ich glaube, da geht es in erster Linie darum, dass ich jetzt 25 bin. Ich habe schon zwei Kinder und sage, jetzt ist erstmal Zeit für mein Vorankommen einfach. Ja? Ich meine, ich kann immer noch mit 35 ein Kind bekommen. Womöglich wächst Erik und Ediths Familie in Zukunft also doch noch weiter. Fest steht, die beiden finden gemeinsam einen Weg und würden gewiss auch diese Aufgabe meistern.